Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Es geht weiter hier bei Space Base DF9, dem lustigen Alien-Spiel. Ich habe jetzt schon gefühlte 2 Wochen nicht mehr gespielt. Bin ja immer wieder hier entzückt von der Grafik. Guck mal, hier sind letztens 2 gestorben, weil wir da irgendwie die Sicherheitsleute nicht rechtzeitig hingeschickt hatten. Glaube ich, dass es daran lag. Ich habe ja mal ein paar Testaufnahmen gemacht mit meinem neuen Programm, da ist zwischendurch, glaube ich, ein neuer, jemand gelandet hier. Was haben wir hier gemacht? Hier haben wir eine Verlängerungsflur schon mal gebaut, der ist gar nicht zugeordnet, oder? Den müssen wir nochmal zuordnen zum, dass das ein Flur wird. Gibt es hier sowas? Flurbereich? Nicht wirklich, wa? Okay, warte mal, ich habe ganz was vergessen. Wartet mal einen Moment. So, jetzt. Meine Stoppuhr mal gestartet. So, okay. Ich will nämlich, mein Plan ist jetzt, dass ich mich mal hier rüberfressen will zu dem Ding hier. Dass wir da mal gucken, ob wir das irgendwie anschließen können. Dass wir hier vielleicht mal ein... Ach, guck mal, Floor. Können wir hier nur ein Floor bauen? Was soll denn das sein? Baut er den? Bin ich ja mal gespannt, ob die hier wirklich einen Flur ohne Wände bauen. Ich hätte mal gleich einen Raum bauen sollen. So. So, dann baut mir mal hier einen Raum und dann will ich hier noch einen Raum, der dann hier lang geht. So. Warte mal. Dann soll der hier lang gehen. So, der soll hier ran schließen. So, genau. Mal gucken, ob das was bringt. Ob die mir jetzt wirklich den Raum hier hinbasteln. Oh. Ein Ridership. Starship Information Unavailable. 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 Hey, Wims. Hey, Wims. Goose, what? We're coming in to kick your butts. Do you have any good stuff there? If so, cool, but really, we're mainly in this for the butt kicking. Was? Die wollen mir in den Arsch treten, oder was? Nö. Hab ich jetzt vielleicht... Ja, tschüss. Habe ich jetzt vielleicht falsch verstanden, aber es klang so für mich. Butt ist doch Arsch, oder? So, die bauen mir jetzt mal den Raum da, der auch noch gar nicht zugeordnet ist. Wisst ihr, was mich mal interessiert? Ist das hier ein Sicherheitsmann? Was ist denn das für einer? Ein Techniker? Ah, okay. Müssen wir mal kurz mal hier überprüfen. Unsere ganzen Leute, wir brauchen mehr Sicherheitsleute, glaube ich, oder? Jetzt haben wir 3 Sicherheitsleute. Naja, okay. Wollen wir mal damit leben. Wollen wir mal damit leben. Die Typen hier, die bauen jetzt fleißig. Warte mal, machen wir mal eine schnellere Geschwindigkeit. Damit wir, mal gucken. So, da haben wir ja unsere Luftschleuse da hinten. Ach, siehst du, da fällt mir gerade ein, die können ja jetzt gar nicht mehr ins Raumschiff rein. Siehst du, jetzt hängt... Die sind gestorben. Die sind beide gestorben, weil die hier nicht rein konnten. Och Mann, ey, so ein Mist. Komm, dann mach mal schnell eine neue Luftschleusentür hier. Mist, das habe ich völlig vergessen, dass die da nicht rein können. Warte mal. Nee. Chance. Rooster, Wall, Door. Objects und dann Doors. Dann eine Luftschleusentür. Hier und hier. Okay. So, mal gucken, ob sich jetzt noch jemand findet, der bereit ist, seine Luftschleusentür zu bauen. Ansonsten, warum ist denn die hier nur halb? Warum ist denn die Luftschleusentür dann nur halb?
gefällt mir ja nun gar nicht. Mal gucken, was macht der da jetzt? Der Techniker baut die. Ah, okay. Aber ohne Raumanzug anzuziehen. Ist das vielleicht ein bisschen gefährlich? Jetzt baut er noch. Was ist das überhaupt für ein Typ? Naja, ist egal. So, jetzt haben wir schon mal zwei verloren, weil wir da einen Fehler gemacht haben. Die Luftschleuse, die haben wir vergessen. Jetzt haben die sich ja selber eingebaut irgendwie. Dann war der Sauerstoffvorrat alle. Und die, und die konnten nicht mehr rein. Auch wie schade. Ja, was nun? Haben wir jetzt keine Bauarbeiter mehr oder was? Haben wir doch noch einen nur noch. Ein Bauarbeiter nur. Miner haben wir. Wie viele Miner haben wir noch? Zwei. Das werden langsam immer weniger hier. Ein Botanist, zwei Botanisten. Oh, Mist. Was machen wir denn da jetzt? Wenn wir nur einen Bauarbeiter haben, zwei Miner, Bartender ein. Oh, wir brauchen mehr Leute. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und da kommt jetzt demnächst mal ein Raumschiff. Dann hätte ich hier doch ganz gerne gebaut. Ja, mit dem können wir ja nun nichts mehr anfangen, der ist ja nur tot. Schade eigentlich. Ja, das kann schon ein bisschen knifflig werden. Oh, was jetzt? Ein Schiff kommt. Hello, Hello, we did like to come aboard. You base no, please. Ja, klar, okay, kommt. Ja, gerne. Ich hoffe, ihr seid auch zu zweit. Nein, einer nur. Na, ist egal. Der kriegt auf jeden Fall gleich einen Bauarbeiterposten. Da gibt's nichts. Da kenne ich gar nichts, weil ich brauche nämlich welche. Er soll mal gleich kommen. Mal gucken, ob der wirklich so clever ist und hier vorne durch unsere neue Luftschleuse kommt. Ach so, das muss ich jetzt... Ach, das muss ich zum Airlock... zum Airlockraum machen, genau. Das war nämlich der Fehler. Deshalb ist hier noch nichts passiert bis jetzt. Deshalb ist hier noch nichts passiert. Und da müssen wir jetzt auch die... Müssen wir jetzt hier auch nur... Können wir die hier noch eigentlich abreißen? Was passiert denn da, wenn wir den jetzt hier... Space Suite locker. Aber ich glaube, den müssen wir nicht abreißen. Wir können aber noch weitere Space Suite locker bauen. Ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt schon geupdatet wurde zwischendurch mal. Da können wir noch weitere bauen. Warte mal, hier bei Objects und dann bei Airlock. Und dann hier Pace... Die sind ja spottbillig, ne? Da bauen wir doch einfach mal hier noch und können wir die nicht drehen? Wie konnte man die nicht irgendwie drehen? Ich habe die Taste vergessen. Ach, da ist ja nicht. F, ah, okay. Das finde ich ja sehr cool, dass mir das da angezeigt wird. F, Taste F, Flip-Objekt. Ja, ist es aber nicht. Ach nee, oder? Doch. Ich drücke ja F. Oder ist F hier auf der englischen Tastatur anders? Rotate gab es doch auch immer. Oder? Hier kriege ich jetzt hier nicht geflippt. Warum kriege ich das nicht geflippt? Oh, es ist jetzt auch auf Pause. Warte mal, gibt es hier eine Tastaturbelegung? Hier ist Settings, Flip-Objekt. Nein, keine Tastaturbelegung. Da steht F, Flip-Objekt. Eindeutig. Ach, hier muss ich raufklicken auf den Button, dann geht's auch. Okay. Ach, es ist neu, dann gab es doch ein Update. Das ist nämlich neu. So, machen wir nämlich hier mehrere Speed-Dinger. Speed-Locker. Vier Stück. So billig, wie die sind. Kein Ding. Confirm. So. So, und da müsste ja hoffentlich gleich hier irgendjemand angehanselt kommen und da die Dinger bauen. Der Techniker wieder. Junge, der muss alles alleine machen. Wenn der nicht wäre, ist der Einzige, der hier ein bisschen aktiv ist, ja. Der Einzige, der hier ein bisschen was macht. Wer ist denn das? Das ist ja... Ein Bilder. Ein Bauarbeiter. Ach, das ist gar kein Techniker. Oh, guck mal jetzt. Jetzt hat sich aber hier einer entschlossen, ein bisschen arbeiten zu gehen. Das ist natürlich sehr gut.
Das ist klasse, dass der jetzt hier was macht. Und weißt du, was ich hier gerade sehe? Was ich hier gerade sehe, dass das hier, das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber wir können ja da noch so eine Airlock-Tür bauen. Oder wir bauen einfach eine normale Tür rein, weil es wird auch ein normaler Raum. Hoffe ich. Warte mal. Object, Doors. Da machen wir eine normale Tür da rein. Oder? Geht noch gar nicht, weil er noch nicht fertig ist mit Bauen. Wie ist überhaupt der da hinten reingekommen? Ach, verdammt. Ups, nein. Wird der wahrscheinlich sterben. Sehe ich doch schon kommen, weil der ja gar nicht rauskommt. Wie ist der überhaupt reingekommen? Und mal hoffen, dass der Sauerstoffvorrat reicht. Was hat er da noch? Für 6 Minuten hat er noch Sauerstoff. Ah, ja. Der andere hier, der kann ja zurück. Aber er nicht. Müssen wir mal gucken, ob er da irgendwie eine Tür reinbauen kann. Wenn wir jetzt die doppelte Geschwindigkeit machen, hat er wahrscheinlich nur noch für 3 Minuten Sauerstoff. Ah, ja. Nee, die Zeit läuft dann einfach schneller. Ach, jetzt ist er darüber. Ach so, weil die ja noch gar nicht existieren, die Dinger. Die sind ja nur vorgezeichnet. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Die Leichen lösen sich scheinbar von alleine auf. Da können wir irgendwie nichts weiter machen. Ist noch eine unzoned area. Ja, wollen wir mal gucken. Ich trinke hier nebenbei wieder Kaffee. Immer Kaffee, 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 Kaffee. Caffe trinkt nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank. Da, di, da, di, da, di, di, di. Ja, finde ich einfach cool, das Spiel hier. Ich habe ja jetzt Duckout und Nether abgesetzt, aber hier, das mache ich weiter. Oh, Meteoriteneinschlag. Ho, Mist. Und ich habe hier keine Feuerlöscher gebaut. Schnell. Macht das noch Sinn, noch einen Feuerlöscher zu bauen? Feuerlöscher. Hier, guck mal. Da ein. Da ein. Da ein. So. Aber ob jetzt so schnell noch jemand kommt und den baut, ist eine andere Frage. Die Leichen hängen da immer noch rum. Kann man die nicht irgendwie wegtun? Ja, nicht mehr. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Die machen mir alles kaputt. Nein. Hilfe. Hilfe, ein Brand in der Station. Guck mal, ey. Wie die aussehen. Total lustig. Oh, durch die Feuerlöscher, das war's schon. Das war's schon. Der Brand ist schon gelöscht. Klasse. Klasse. Der Techniker, hat nichts zu tun, oder was? Und dann müssen wir auch mal gucken, haben die hier schon. Ach du Scheiße. Die haben ja die Rohstoffe schon alle abgebaut. Ach, noch eine Tote? Noch eine Tote. Oh, drei Tote. Ein toter Techniker, der draußen schwebt. Warum das denn? Warte mal, wie konnte ich jetzt hier meinen? Genau, meinen. Da muss ich hier markieren, genau. Dass sie das hier abmeinen sollen. Vieles ist ja nicht mehr. So. Okay, dann wissen die schon mal Bescheid. So, hier wird schön gebaut, das finde ich gut. Da muss aber noch eine Tür rein. Hier, warte mal, Object, Door. Door, normale Door. Siehst du? So, die haben jetzt bestimmt erstmal. Confirm. Die haben jetzt bestimmt erstmal Luft getankt oder was? Die gehen jetzt erstmal rein und ruhen sich aus. Guck mal, was macht dann jetzt? Achso, das ist der Miner. Okay, der Miner kommt raus. Gucken wir mal gleich bei unserer Belegung nochmal, wie der aussieht. Es bleibt dabei. Zwei Bauarbeiter, zwei Techniker. Warte mal, zwei, drei Techniker. Da hat aber einer richtig Langeweile, wa? Wollen wir vielleicht lieber drei Miner jetzt vorübergehend mal einsetzen? Oder was? Keine Ahnung. Drei Techniker. Techniker lohnen sich ja auch nur, wenn wir bauen, ne?
Vielleicht könnten wir doch eine Techniker zu einem Miner machen. Warte mal, Techniker lohnt sich gar nicht hier an der Stelle. Aber dieser Techniker, der könnte ja ein Security machen. Und dann könnte der Security einen Miner machen. Kannst ja auch umbesetzen, wartet Personal. So, was ist hier los? Warum wird hier nicht weitergebaut? Was ist das hier? Eine unzonet Area. Was geben wir dem denn jetzt für eine Funktion? Was gibt's denn da? Garden, Fitness. Ach, hier gibt's noch mehr. Ne, Fitness, Pub, Residence, zum Schlafen, Refinery, Reaktor, Life Support, pumpt Oxygen, Airlock. Da machen wir dann einen Airlock-Bereich draus. Weißt du, dass es definiert ist. So, und jetzt kommt er, baut er weiter? Baut er weiter? Nö, baut keiner weiter. Kann man den auch schon definieren? Ja. So. Oh, ein neues Schiff. Please. Unidentified Immigration Shuttle. Starship Information Unavailable. Please help, we have a system virus on your ship. On our ship. It poops at over our star map software and we can't figure out how to turn it off. We don't have a technician. We have been traveling aimless for a... Leck mich doch am Arsch. Aber natürlich, wir brauchen neue Leute. No problem. Bring den Virus ruhig mit, ist mir egal. Wir brauchen neue Leute, ist total super wichtig. Warum kommt denn da mal nur einer, Mann? Wir brauchen mehr. Na, jetzt ist er schon da. Das werden wir gleich mal als Bauarbeiter einsetzen. Oder wo ist denn der Neue hier? Was kann denn der so? Barkeeper, Alter. Barkeeper brauchen wir nicht. Techniker brauchen wir auch nicht. Security, da machen wir Security, okay? Da kann man immer mal ein paar gebrauchen. So. Was ist denn das hier eigentlich? Beacon. Achso, ich glaube, das ist ein Security-Punkt, wo man sagt, da soll die Security hinrennen, soweit ich das verstanden habe. So, warum wird denn hier nicht weitergebaut? Warum wird denn hier nicht weitergebaut? Hier will ich übrigens noch Feuerlöscher haben. Altzones Fire Dingsbums. Warte mal. Ach so, hier, warte mal. So. Zack und zack. Und dann würde ich sogar nochmal sagen, ich möchte hier einen Food Replicator. Die sind auch total billig. Ja, das war hier vielleicht noch ein. So. Na? Ach so, den kann man so viel, kann man den gar nicht rumflippen. Er will den schon irgendwie auf die Seite darüber stellen. Na, dann machen wir den hier einen ran. Und hier einen ran. Was gibt's noch? Emergency Alarm. Emergency Alarm, Krankenalarm. Okay, machen wir noch einen Krankenalarm. So. Als einer krank ist sozusagen. Was dann passiert, weiß ich nicht, weil wir haben ja noch gar keine... Na, also Kranke haben wir schon, aber wir haben ja kein Krankenhaus oder eine Krankenstation oder sowas, wisst ihr? Deshalb weiß ich noch gar nicht so richtig. Guck mal, vielleicht sollten wir hier mal noch einen Raum machen. Was könnten wir denn gebrauchen? Noch einen Schlafraum vielleicht? Aber die Betten sind nicht alle belegt. Die Betten sind nicht alle belegt. Guck mal, hier haben wir noch einen Oxygenraum, der noch gar nicht gefüllt ist. Da haben wir noch richtig viel Luft. Hier haben wir ganz viele Betten. Kaum einer schläft. Naja, wir haben jetzt so viele Leute verloren, dass wir vorher jetzt gar nicht mal weiterbauen brauchen. Wir können jetzt hier gar nicht so viel bauen. Aber was mich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass hier nicht weitergebaut wird. Das nervt mich. Oxygen 0. Hier ist immer 0, ja, oder was? Hier ist 0 noch. Ja, weil er noch nicht fertig gebaut ist. Kann man da jetzt irgendeinen Befehl geben, dass er bauen soll oder so? Warum baut denn hier keiner? Du bist aber auch der schlechteste Bauarbeiter weltweit, wa? Ich habe hier nur so einen schlechten Bauarbeiter.
Na, dann mach du mal, meiner. Mach mal meiner. Ein schlechter meiner ist besser als gar keiner. Und dann nehmen wir den anderen mal. So, jetzt frage ich mich, schläft der Bauarbeiter? Ah, okay, der Bauarbeiter schläft, ne? Lass ihn mal schlafen. Die sind wahrscheinlich fertig vom Arbeiten. Wer ist er denn? Laura Esch, die Botanistin. Die sieht aber übel aus, die alte Botanistin. Die alte Botanistin, wisst ihr? Was macht er da? Okay, er hat hier Ressourcen mitgebracht. Oder baut er jetzt? Macht er denn jetzt? Ein Bauarbeiter, doch, ja. Warte mal. Jetzt überlegt er. Oder ist er tot? Nö, ist nicht tot. Ich hab bloß überlegt, weil er war jetzt ein bisschen irritiert. Und was hat er denn eigentlich? Hat er eine Materie bei, ja, zum Bauen oder was? Ah, okay. Okay. Na, wollen wir vielleicht mal ein bisschen schneller einstellen jetzt hier. So, an der Stelle verabschiede ich mich mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, wir bauen hier eine super geile Starbase DF9 mit super coolen kleinen putzigen Außerirdischen. Bis zum nächsten Mal.